Ja, herzlich willkommen zur vierten Lektion und meiner Animation dazu. Die vierte Lektion lautet, wie lektoriere ich ein Buch, wie lektoriere ich einen Text? Lektorieren heißt ja lesen. Und das ist also ein großer Schatz unseres Schreibkurses der Autorenschule, dass wir nicht ein Buch halt zu Hause schreiben, dann irgendwann einem Verlag vorlegen, sondern dass wir also auch schon innerhalb der Gruppe erste Leser haben, die uns ein erstes Feedback geben und schon erste Korrekturhinweise geben können, im Laufe des Prozesses das Buch zu schreiben. Das darf nicht unterschätzt werden. Das ist also wirklich eine große Funktion unseres Schreibkurses selbst, dass wir uns gegenseitig lektorieren und uns gegenseitig ein Feedback geben für das, was wir geschrieben haben. Ein Lektor eines Verlages hat richtig weichenstellende Funktionen. Jeder weiß das. Wie viele Lektoren wirklich Bestseller auf ihrem Schreibtisch hatten und dieses Manuskript in den Papierkorb geworfen haben. Und dann Gott sei Dank der Autor das nicht nur einem Verlag vorgestellt hat, bis endlich ein Lektor den echten Wert des Buches erkannt hat und gesagt hat, ja, daraus machen wir ein Buch, das wird ein Bestseller, das unterstützen wir. So kann also ein Lektor wirklich weichenstellend für ein Buch werden. Es ist natürlich bei unserem Lektorieren in der Schreibschule nicht so dramatisch, ja, aber es ist schon ein Lektorieren in dem Sinne ein wohlwollendes Lesen, ein wohlwollendes Feedback geben, was sehr, sehr, sehr wichtig ist und kann im Grunde genommen auch weichenstellend sein, dass jemand, der etwas schreibt, sagt, okay, ich habe also ein schönes Feedback bekommen, ich schreibe weiter. Ja? Und ich habe also die ersten Korrekturhinweise bekommen und das hat mir geholfen, das Buch also wirklich in dem Sinne auf den Weg zu bringen, auf die Straße zu bringen. Also das Lektorieren ist eine ganz wichtige Funktion, dass ein Buch wirklich auf die Welt kommt. Denn irgendwann werden wir für das, was wir schreiben, betriebsblind. Es ist zwar heute nicht so sehr das Problem der Rechtschreibung, dafür gibt es ja Hilfen über Rechtschreibprogramme. Es sind andere Themen, dass ich also stilistisch gewisse Fehler mache, dass ich bestimmte Dinge beim Leser voraussetze, weil das für mich Selbstverständlichkeiten sind, aber für den Leser sind das keinesfalls Selbstverständlichkeiten. Und der Lektor kann mich darauf aufmerksam machen, dass er sagt, hey, das verstehe ich jetzt einfach nicht. Ich verstehe den Zusammenhang nicht, ich verstehe die Begriffe nicht, die du sagst. Also dieses Lesen und dem anderen ein Feedback geben, ich verstehe das nicht, kannst du das nicht irgendwie besser erklären? Das ist enorm wichtig. Und das ist die Lektion. Ich selbst habe jahrelang als Lektor gearbeitet und dazu ein Schlüsselerlebnis gehabt, was ich also hier in unserem Text auch darstelle, als Student, dass ich Texte einer von ausländischen Studenten zu lektorieren hatte, um das in korrektes Deutsch zu bringen und habe damals halt den Text dermaßen überarbeitet, dass die Studenten mir gesagt haben, Jürgen, der Text ist super, den du geschrieben hast, aber es ist nicht mehr unser Text. Und das hat mich schockiert, das hat mich richtig beschämt, dass ich also so missbräuchlich als Lektor war, dass ich also nicht diejenigen, die den Text geschrieben haben, wertgeschätzt habe, sondern so überarbeitet habe, dass die ihren eigenen Text nicht mehr wiedererkannt haben. Also geht es nicht, das ist nicht die Aufgabe eines Lektoren. Die Aufgabe eines Lektoren ist natürlich, dem Autor zu dienen. Es ist rein dienende Tätigkeit. Und was ich auch sehr traurig finde, das ist bei den Büchern, dankt der Autor sehr häufig seinem Lektor, weil der Autor ist derjenige, der weiß mehr als jeder andere, welche große Rolle ein Lektor für das Zustandekommen eines Buches wirklich spielt. Aber letztendlich ist das denn halt quasi eine Fußnote, wer einen Text lektoriert hat, obwohl die Aufgabe eines Lektoren dabei wesentlich größer war für das Zustandekommen des Buches überhaupt. Also als Lektor erntest du keine,
keine Lorbeeren. Der Autor erntet die Lorbeeren. Der Autor kann ruhig ein großes Ego haben. Vielleicht braucht er das auch für die Vermarktung. Aber der Lektor muss ein ganz, ganz, ganz kleines Ego haben. Wirklich dienend sein für das Buch, für das Wohl des Ganzen. Und wenn du Texte anderer Autoren oder anderer Kursteilnehmer lektorierst, dann ist auch deine Aufgabe, dein Ego zurückzustellen, es wirklich zu sagen, es geht mir um das, die Arbeit des anderen und das so zu optimieren, dass ich ihm wirklich wunderbar diene, also wohlwollend bespreche, auf Schwächen hinweise, auf sanfte Weise hinweise. Ich selbst habe für eigene Texte, die ich seinerzeit als Werbetexter geschrieben habe, schon ein komisches Team gehabt. Auf der einen Seite war die Sekretärin, die also den Text bekommen hat und dann so lektoriert hat, dass sie mich nur auf formale Probleme aufmerksam gemacht hat. Und wenn denn der Chef den Text bekommen hat, dann war er formal korrekt. Aber es ist dann häufig passiert, dass er also einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und gesagt hat, der Schröder gefällt mir nicht. So will ich den Text nicht haben. Ich war im ersten Moment wirklich gekränkt, mein Ego war sehr gekränkt, verletzt. Also ich kann mich an solche Dinge erinnern wie gestern. Ich habe mir gedacht, kriege ich keine Aufträge mehr. Ich bin also durch solche Kritik wirklich also oft durch die Hölle gegangen und habe dann überschlafen, habe das überarbeitet. Und der überarbeitete Text, das muss ich dann wirklich sagen, war wesentlich, wesentlich besser. Und wenn du so einen Prozess mal mehrmals durchgemacht hast und merkst, trotz der Kritik, die anscheinend an die ganze Substanz herangeht, der Bitte um halt eine wirklich Überarbeitung deiner ganzen Sache, und du überarbeitest das und erkennst am Ende, dass du wirklich was wesentlich Besseres entwickelt hast, dann hast du keine Angst mehr vor Kritik. Im Gegenteil, du bittest die Menschen um Kritik, um Feedback. Und mit diesem Feedback bin ich im Grunde genommen schon bei einem neuen Stichwort. Es ist irgendwie schon ein bisschen traurig, aber auch kennzeichnend, dass wir in der deutschen Sprache keinen entsprechenden Begriff haben für Feedback, also Rückmeldung. Naja, also das ist also der Begriff hat keine Energie. Ja, dass wir also eines englischen Begriffes, wir uns bedienen müssen, Feedback geben, um das zu benennen. Und ich glaube, es hat etwas mit unserer Kultur zu tun, dass wir, dass das nicht zu unserer Kultur gehört, wirklich Feedback zu geben. Also etwas zu beantworten, also für meine eigenen Arbeiten typisch ist oder kennzeichnend ist. Ich habe in der Zwischenzeit in meinem Buchblog ja in den 4 Jahren ungefähr 25.000 Leser gehabt. 25.000 Leser meines Buchblogs. Und von diesen 25.000 Lesern gab es nur 8 Leser von insgesamt 10 Kommentare. Also es hat ein Leser, hat also 2, 3 Kommentare eingestellt. Das sind 0,03 Leser, die in irgendeiner Form ein Feedback gegeben haben. Das ist, finde ich, erschreckend wenig. Und das ist für mich Ausdruck einer bestimmten Lesekultur, dass man also konsumiert, aber dem anderen halt kein positives Feedback gibt. Dabei sind meine Buchbesprechungen offensichtlich wirklich starke Buchbesprechungen. Ich habe das, was man im Marketing nennt, Conversion Rate von 20%. Das bedeutet, Leute, die also meine Buchbesprechungen lesen, jeder fünfte, also 20%, bestellt das Buch auch. Sind also so von der Buchbesprechung angetan, dass sie das Buch auch bestellen und kaufen. 20%, das ist enorm viel. Aber demgegenüber die 0,03% der Leser, die halt auch ein Feedback geben, die sagen, Mensch, das hat mir gefallen und danke für die Besprechung. Ja, das ist Ausdruck unserer Kultur, unserer feedbackfeindlichen Kultur. Mal eigentlich fast gesagt. Und es ist kein Wunder, dass wir uns eines englischen Begriffes bedienen müssen, Feedback, um das überhaupt irgendwie zu benennen. Wir scheinen da gar kein eigenes Wort für zu haben, ne, in unserer Sprache. Also das ist etwas Weiteres, was also für unseren Schreibkursus enorm wichtig ist.
dieses Lesen dessen, was der andere schreibt und ihm ein Feedback geben, sagen, das gefällt mir und mach weiter so und was alles dazu gehört. Insofern sind also die Leser innerhalb des Schreibkurses, wo wir uns gegenseitig lektorieren, sowas von enorm wichtig, um halt einen zu unterstützen, um dieses zarte Pflänzchen wirklich zum Wachsen zu bringen. Und das ist der Sinn unserer vierten Lektion, einen Text zu lektorieren, nicht nur im formalen Sinne, dafür gibt es also auch 9 Punkte, die ich aufgeführt habe, sondern in dem Sinne, den anderen Autor, den anderen Schreiber wirklich zu ermutigen, wohlwollend zu ermutigen, weiterzumachen, es zu verbessern, Korrekturhinweise zu geben, auch zu schreiben, was einem besonders gut gefällt. Auch das ist wichtig für ein Feedback. Ja, so, und in dem Sinne freue ich mich, dass wir uns also unsere Texte gegenseitig lektorieren, uns gegenseitig Feedback geben, uns gegenseitig Mut machen, uns gegenseitig aufbauen, sodass wir also immer mehr auf dem Weg unseres Buches sind und dass es ein qualitativ hochwertiges Buch wird. So, in diesem Sinne also, danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns im Kurs wieder.